Aus Polen für Renew, also die Liberalen im Europäischen Parlament. Sehr herzliches Willkommen an Sie. Und ich begrüße David McAllister, in Deutschland bekannt noch als CDU-Politiker, jetzt als Europaparlamentarier in der EVP-Fraktion und Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses. Auch Ihnen ein herzliches Willkommen. Vielen Dank. Also wir wollen besprechen, mal noch mal so ein kurzes Sum-up machen von den Gipfelergebnissen aus der vergangenen Woche. Das steht heute auch auf der Agenda und da war es ja zumindest aus deutscher Sicht relativ ruckelig, weil sich ein Thema ein bisschen in den Vordergrund gedrängt hat, woran Deutschland schuld war, nämlich das Aus des Verbrennungsmotors. 2035, es ist beschlossen, es bleibt beschlossen, aber es ist natürlich aufgeweicht. Deutschland hat sich da durchgesetzt und diese E-Fuels mit eingebracht. Jetzt frage ich Sie natürlich als Erste, Sie haben keine deutsche Brille an. Wie wirkt das denn so? Das ist ja vom Parlament ganz eindeutig anders beschlossen gewesen. Ja, wir sind hier meistens etwas fortschrittlicher als die Regierungen oder als viele andere Institutionen. Außerdem sehen wir wirklich im Namen der Bürger, die uns gewählt haben, wir sind direkt gewählt von den Bürgern, dass es unbedingt notwendig ist, mutige Schritte vorwärts zu machen. Und wenn wir an nächste Generationen denken, ja, an uns selbst auch, ist es doch klar, dass wir neue Technologien entwickeln müssen, damit wir dieses Klima nicht total zerstören. Also für meine Gruppe oder für viele Abgeordnete hier war es klar, dass wir in die Richtung gehen sollen, emissionslose Motoren oder Autos oder zu produzieren, was nicht heißt, es gibt sehr viel Missverständnis um diese Entscheidung herum, nämlich, dass es verboten wird, Verbrennungsmotoren zu benutzen und so weiter und so fort ab 35. Nein, die neuen Autos möchten wir, dass sie keine Emissionen schaffen. Es sterben in den Städten immer noch viele Leute an Luftverschmutzung und da sind hauptsächlich die Autos schuld, hauptsächlich, nicht nur. Es ist unterschiedlich natürlich in verschiedenen Teilen Europas, in verschiedenen Ländern, aber noch vielleicht den letzten Satz. Ich verstehe wirklich nicht, warum die Deutschen davon so Angst gekriegt haben, weil auch hier im Europäischen Parlament unsere Autos sind zum größten Teil deutscher Produktion und sehr viele davon, bald alle, sind eben schon emissionslos. Sie sind entweder Wasserstoffautos oder elektrische Autos und wenn die Produktion massiv wird, werden sie auch für den Verbraucher billiger und für den Produzenten interessanter, weil das neue Technik, neue Technologie ist und bessere Autos, weil sie eben nicht verschmutzen und sind sehr bequem zu fahren. Ich höre ein gewisses Unverständnis auf Ihrer Seite. Nun ist es tatsächlich so, dass ja mit den E-Fuels die Emission gar nicht so das Problem ist, sondern es geht da eher darum, wie werden die wieder gewonnen. Das ist die inhaltliche Sache. Mich würde interessieren, Herr McAllister, als Deutscher, wie ist Ihnen das ergangen? Werden Sie angesprochen von Kollegen? Also mir geht es eher um diesen Prozess, ein Beschluss, der ja lange verhandelt worden und auch beschlossen worden war, dann sehr kurzfristig noch mal wieder aufzuweichen. Interessanterweise gerade von den Liberalen ja auch unterstützt in der deutschen Bundesregierung. Was macht das so einen Eindruck auch für die europäischen Prozesse, wo wir ja eigentlich das Gefühl haben, wir wollen das schneller machen, wir wollen das schlagkräftiger sein? Die Rückschau auf den Europäischen Rat letzte Woche wird ja auch heute noch mal ein Schwerpunktthema des Europäischen Parlaments sein. Charles Michel und Ursula von der Leyen werden noch mal ihre Bewertung des Gipfeltreffens vornehmen. Das Interessante war ja am Europäischen Rat letzte Woche, eigentlich stand der Verbrennermotor gar nicht auf der Tagesordnung. Aber er wurde dann das wichtigste Thema. Ja. Und warum? Weil die Bundesregierung sich ja in allen Beratungen entsprechend positioniert hatte und dann quasi in letzter Minute eine Kurskorrektur vorgenommen hat. Und das ist natürlich hier in Brüssel zum Teil mit Erstaunen zur Kenntnis genommen worden, zum Teil mit Unverständnis und einige waren auch verärgert. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir daraus lernen als Deutsche. Wir müssen schon eine Position
so definieren und die muss dann auch durchgetragen werden. Auf der anderen Seite hätte die Kommission vielleicht auch auf manchen kritischen Hinweis des Bundesverkehrsministers vorher auch hören können. Was haben wir jetzt im Ergebnis erreicht? Viel Aufregung, viel Unverständnis, viel Durcheinander. Und am Ende hat Volker Wissing nicht wirklich etwas erreicht. Man kann über die Frage des Aus des Verbrennermotors sehr unterschiedlicher Meinung sein. Ich zum Beispiel werbe für Technologieoffenheit, aber die Art und Weise, wie die Bundesregierung das jetzt eingetütet hat, das war wahrlich kein Meisterstück. Mhm. Wenn man so ein bisschen, ich habe mal ein bisschen auf die europäische Pressereaktionen auch geguckt, da überwog an sich auch das Unverständnis und vor allen Dingen die Sorge, dass dies nun auch ein bisschen als ein Beispiel, als ein schlechtes Beispiel herangezogen wird. Könnte, wie Länder versuchen, nationale Interessen dann kurzfristig noch durchzudrücken. Und wenn man sich jetzt anguckt, wie dieser, nennen wir es Kompromiss oder diese Änderung durchgesetzt wird, eigentlich sozusagen mit so einem Workaround am Europäischen Parlament vorbei. Was macht das für Sie auf für einen Eindruck? Ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt, diese nationalen Interessen, die manchmal eben auch auf Ängsten oder Missverständnissen ruhen oder darauf, dass wir nicht den Mut haben, den Bürger zu erklären, was notwendig ist und was eigentlich zu unseren Gunsten ist, sondern folgen oder die Regierungen folgen, die in manchen Ländern sind die Wahlen in diesem Jahr, also folgen der Meinung oder der Angst der Menschen, die nicht unbedingt dieses Thema erforscht haben, gut kennen, verstehen. Alle Veränderungen bringen immer zuerst so eine Angstreaktion. Dazu sind wir da, Politiker, um für die Interessen natürlich von den Leuten zu kämpfen, in dem bestverstandenen Sinne und ihnen auch erklären, worum es geht und nicht nur sie zu folgen. Nationale Interessen hier zu vertreten, das heißt, der Rat ist dazu da, um nationale Interessen zu vertreten. Wir hier im Parlament kämpfen für Europa als Ganzes, nicht wahr? Und für uns alle, wir sind sehr unterschiedlich auf einem sehr unterschiedlichen Entwicklungsniveau, auch was die Sauberkeit der Luft und des Wassers und so weiter betrifft, gibt es Unterschiede zwischen unseren Ländern, Gebieten, Regionen und so weiter. Aber wir müssen alle zusammen schauen in die Zukunft und den Leuten helfen zu verstehen, dass das eine Chance ist und nicht eine Bedrohung. Und zwar aus verschiedenen Winkeln gesehen. Nicht nur, weil eben neue Technologien, Bequemlichkeit, saubere Luft, aber wir müssen auch unabhängig werden von Energiequellen aus anderen Ländern. Ich denke hier natürlich an Russland und wie wir uns abhängig gemacht haben, Europäer, von den Energiequellen aus Russland. Wir müssen unabhängig werden und das können wir schaffen. Aber nicht natürlich, wenn wir von Angst und kleinen Geschäften geleitet werden. Ja, der Druck wächst ja jetzt aus allen Richtungen. Sie haben Russland angesprochen. Wir gucken nach USA, den IRA. Da wird auch Druck ausgeübt werden auf die Europäische Union. Ich wollte aber noch mal eine allerletzte Frage zu diesem Workaround, nenne ich es mal, stellen. Müssen Sie sich nicht als Parlamentarier dagegen wehren und sagen, das finden wir nicht in Ordnung, dass sozusagen am Parlament vorbei dann so eine, ich sage mal, Ausnahmegenehmigung für ein Land wie Deutschland hier geschaffen wird? Na, zunächst ist ja noch unklar, ob der delegierte Rechtsakt nicht doch auch noch bestätigt werden muss. Nicht nur ratsseitig, sondern auch im Europäischen Parlament. Dazu gibt es unterschiedliche Auffassungen. Und ich bin mir sehr sicher, dass das Europäische Parlament sich zu diesem Thema auch noch mal positionieren wird. Man muss aber fairerweise sagen, weil jetzt immer viel Deutschland kritisiert wird, Deutschland war ja in dieser Frage nicht ganz alleine, sondern es waren auch andere wichtige europäische Staaten an der Seite Deutschlands, zum Beispiel Italien, zum Beispiel Polen. Ich glaube, dass die Kommission auch daraus lernen muss, bei so wichtigen Themen und so sensiblen Themen muss man frühzeitig auch mit den Mitgliedstaaten sich abstimmen. Das Problem war ja hier, Deutschland hatte schon eine Position, die kann man ja kritisch sehen oder nicht. Ich habe die Haltung der Bundesregierung kritisiert, aber dass eben in letzter Minute
das, was vereinbart wurde, wieder in Frage gestellt wird, das hat eben zu Verdruss in Brüssel geführt. Und da haben wir uns in den letzten Tagen schon viele kritische Fragen als deutsche Abgeordnete gefallen. Das müssen insbesondere die Vertreter der Ampelkoalition. Okay, dann schauen wir noch einmal in Richtung Ukraine. Auch das war ja ein Thema beim Gipfel. Es wurden jetzt Munitionslieferungen vereinbart. Zelensky hat noch mal seine Forderung nach Lieferung von Kampfjets bekräftigt. Aus Polen sind welche geliefert worden. Würden Sie sich dafür aussprechen, dass man da auch EU-weit, ähnlich wie bei den Munitionslieferungen, sich über die Kampfjets einigen müsste? Ja, wir sind immer der Meinung, dass wir das liefern müssen, was die Ukraine brauchen. Dass wir auf sie hören müssen und das tun, was sie von uns erwarten, um sich selbst und uns alle zu verteidigen. Weil was sie tun, sie verteidigen Europa heute. Und das wiederhole ich immer. Das ist unser Krieg in dem Sinne, dass wir Ukrainer unterstützen, die wirklich für unsere gemeinsamen Werte kämpfen, sind ein Kandidatenland für die Mitgliedschaft in der Europäischen Union. Und unsere Unterstützung ist auch in unserem Interesse. Also wir müssen das tun, was sie brauchen, um sich gegen diesen fürchterlichen, grausamen Angriff zu verteidigen. Und ich wiederhole uns alle, weil Appetit wächst beim Essen. Und wenn wir nicht heute dem Putin zeigen, dass wir vereint sind, entschlossen, stark hinter den Ukrainern stehen, dann schaut die Zukunft für uns alle schlecht aus. Also ich finde, bei diesem Gipfel war es wieder sehr klar, dass wir vertreten gemeinsam eine klare Linie, solidarisch mit Ukraine und verstehen, ich finde, die Sprache, was den Krieg in Ukraine betrifft, wird immer klarer und klarer, deutlicher und die Aktionen auch. Die Unterstützung ist immer klarer. Also da sehe ich optimistisch. Genau, bis dahin müssen wir mal einen Punkt machen. Wir haben nicht mehr ganz so viel Zeit. Ich würde Ihnen gerne noch auch eine letzte Frage stellen zu diesem Komplex. Es ist jetzt ungefähr ein Jahr her, dass man in der EU auch so eine neue Strategie sich angeschaut hat, zu sagen, man muss Risikokriterien neu bewerten. Können Sie uns einen ganz kurzen Bilanz geben? Was ist in diesem einen Jahr schon passiert, auch im Hinblick auf den Krieg in der Ukraine? Der 24. Februar 2022 hat alles verändert. Wir leben in einer anderen Welt und darauf muss sich die Europäische Union einstellen. Und dazu gehört eben auch, dass wir als Europäische Union mehr tun für unsere eigene Sicherheit und Verteidigung. Und deshalb werbe ich leidenschaftlich dafür, dass wir unsere Kräfte bündeln in Europa, dass wir eine echte europäische Verteidigungsunion schaffen, aber immer in enger Zusammenarbeit mit der NATO. NATO und Europäische Union sollten nicht gegeneinander arbeiten, sondern eng zusammenarbeiten. Und es geht darum, innerhalb des NATO-Bündnisses den europäischen Pfeiler zu stärken. Und da sind wir mit dem strategischen Kompass, der kurz nach Beginn des Angriffskrieges verabschiedet wurde von den Staats- und Regierungschefs, haben wir ein gutes Fundament gelegt. Und jetzt muss das Fundament in die Praxis umgesetzt werden. Das wird die große Aufgabe sein in den nächsten Jahren. Nachfrage dazu, wenn man sich das anguckt, was im Moment sozusagen in der Diplomatie auch passiert. Xi war bei Putin. Im Moment ist der brasilianische Präsident wiederum in China. Die BRICS-Staaten kommen da ein bisschen mehr jetzt auch aufs Tableau. Denken Sie, die EU ist da, so wie es im Moment läuft, gut aufgestellt in dieser sich irgendwie neu ordnenden Weltordnung? Ja, wir leben in einer geopolitischen Zeitenwende, wie ja zu Recht es formuliert wurde. Wichtig ist als Europäer, dass wir deutlich machen, wir sind in dieser Frage nicht alleine. An unserer Seite stehen Amerikaner, Kanadier, Briten, Japaner, Australier, Südkoreaner. Was uns eint ist, wir wollen eine regelbasierte Zusammenarbeit international, dass die gleichen Rechte und die gleichen Pflichten für alle Staaten gelten und dass eben nicht der Stärkere sich durchsetzen kann gegen den Schwächeren. Für uns ist wichtig, auch im internationalen Recht, die Stärke des Rechts, die muss gelten für alle. Und das ist ein fundamentaler Unterschied zum Recht des Stärkeren. Und dafür steht ein Diktator und Kriegsverbrecher wie Wladimir Putin. Und deshalb verteidigen die Ukrainer nicht nur ihr eigenes Land und ihre eigene Freiheit, sondern sie verteidigen die europäische Sicherheits- und Friedensarchitektur. Und deshalb unterstützen wir auch die Ukraine. Das ist
ein Satz, den Sie sich sicherlich anschließen können. Unsere Zeit ist abgelaufen. Sie müssen rein ins Parlament. Es gibt noch eine Feierstunde, 25 Jahre Good Friday-Abkommen, Belfaster Abkommen. Die Kommissionspräsidentin wird sprechen, auch Charles Michel, der Ratspräsident. Ich danke Ihnen, Herr McAllister, natürlich auch. Viel Vergnügen und vielen Dank. Danke sehr. Okay, danke. So, ich renne ins Plenum, ja? Ja. Wiedersehen, meine Sie kennengelernt. Mikrofon, Mikrofon, Mikrofon. Ciao. Ach so.